Diesen Samstag am 20.02.2021 gibt es einen 12-Stunden-Livestream ab 10 Uhr morgens. Um 9 Uhr morgens kommt dann noch ein Video online und ab 10 Uhr morgens bin ich dann live mit einem 12-Stunden-Livestream. Schreib doch mal in die Kommentare, ob du mit am Start bist. Und da wird eben quasi ein eigener Tab sein für den Fort und dort wird man dann eben das Bundle, sag ich mal, kaufen können. Wenn ihr euch das neue Fort-Bundle kauft, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr mich einfach supportet mit meinem Creator-Code bei RebirthYC. Du bist auf der Suche nach einer Vertrauens Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst, dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code REAPERS sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt, um mich kostenlos zu unterstützen, meinen Creator Code bei RebirthYC in deinen Rocket League Shop ein. Einfach eingeben, bei RebirthYC OK drücken, dann unterstützt du mich 14 Tage lang, alle 14 Tage neu antragen. Und nun viel Spaß mit diesem Video. Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. Freunde, in dem heutigen Rocket League Video geht es um das neue Auto in Rocket League, welches wir schon in den nächsten Tagen erhalten werden. Ich freue mich riesig auf das neue Auto, denn Epic Games hat schon einen Beitrag auf der offiziellen Rocket League Seite dazu verfasst, den wir uns natürlich heute in diesem Video anschauen werden. Alle Informationen zum neuen Auto in Rocket League gibt es in diesem Video. Also bleib heute wirklich bis zum Ende hier dran. Würde mich natürlich mega freuen. Verpasst du keine Information, teile das Video natürlich auch mit deinen Freunden. Und ich würde sagen, für das neue Auto in Rocket League sind auf jeden Fall 700 Likes locker drin. Also lass wirklich ein Like auf diesem Video da für die 700 Likes. Also 700 Likes wären wieder mega, aber 1000 Likes wären halt wieder so mega komplett geisteskrank. Also lass wirklich mal ein Like, da teile das Video einfach mit deinen Freunden, dann schaffen wir eventuell ja sogar die 1000 Likes auf diesem Video. Würde mich mega freuen. Und falls du natürlich neu am Start bist, lass ein kostenloses Abo da auf diesem Kanal. Tägliche Livestreams, tägliche Videos sind am Start hier. Also es lohnt sich auf jeden Fall, aktiviere die Glocke. Und schreibt mal gerne heute in die Kommentare, wie ihr das neue Auto in Rocket League findet. Einfach mal so eine 1 bis 10 Bewertung, würde mich mal einfach interessieren. Also ab in die Kommentare damit. Ich versuche natürlich auch jedes Kommentar wieder zu liken. Auf jeden Fall sehen wir hier ganz klar im Hintergrund den Artikel von Rocket League bzw. Epic Games auf der offiziellen Seite. Also das Ganze ist hundertprozentig bestätigt, was ich euch heute sage. Das ist kein Fake oder so. Zudem gibt es auch noch ein neues E-Sport-Event, auf das ich auch noch in diesem Video eingehen werde. Wirklich alle Informationen heute sind gute Informationen, wichtige Informationen, also bleib einfach dran. Ford fährt in Rocket League mit dem Ford F-150 und einem E-Sport-Event auf. Also das neue Auto wird ein Ford 150 sein. Ich habe natürlich schon so einen kleinen Einblick zu dem Auto bekommen. Das Auto wird ein Geländewagen sein, an sich ganz nice, also... Ja, nur ich bin halt immer so ein bisschen zwiegespalten. Sind Geländewagen wirklich jetzt, ne, nehmen wir jetzt mal als Beispiel so einen Transporter, den Merc. Sind das wirklich die richtigen Autos so in Rocket League? Ich bin einfach mal gespannt. Das Auto kommt in den nächsten Tagen raus. Wir werden das Ganze natürlich auch zusammen testen. Und dann kann ich euch natürlich genau sagen, wie sich das Auto dann anfühlt zu spielen. Darunter haben wir jetzt den Trailer zum neuen Ford 150. Den werden wir uns natürlich jetzt auch gleich anschauen. Aber vorher lesen wir doch erstmal den Text hier. Bei Rocket League wird es jetzt robust. Die legendäre und meistgekaufte Marke in den USA gibt ab dem 20. Februar in Rocket League Gas. Holt euch für kurze Zeit den Ford 150 RLE Rocket League Edition, also quasi Rocket League Edition ist diese Abkürzung, RLE ist jetzt keine besondere Version oder so vom Auto und fahrt als Team den Sieg ein. Ja, sehr interessant auf jeden Fall, denn hier steht ganz klar, wir werden den neuen Ford 150 ab dem 20. Februar erhalten, bedeutet ab dem 20. Februar wird er auf irgendeine Art und Weise erhältlich sein. Wie der erhältlich sein wird, lesen wir hier, denke ich, auch gleich noch raus. Ich habe den Trailer zum neuen Auto noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Bedeutet, wir werden uns jetzt auf jeden Fall den Trailer zusammen anschauen, das allererste Mal. Vielleicht hat der eine oder andere von euch den Trailer schon gesehen. Ich meine, diesen Beitrag gibt es schon seit dem 10. Februar, also kann durchaus sein. Aber wir werden uns das Ganze jetzt nochmal zusammen anschauen und dann auch nochmal hier analysieren, natürlich, ne? Ford F-150, a giant among trucks. Same built for tough design, same tropical fruit wheels and boost out the exhaust laser thing. Yep, same old F-150, the new Ford F-150 Rocket League Edition. Sehr schmackhaft. Also hier steht auch im Itemshop natürlich hier 20. bis 28. Februar. Finde ich sehr nice. Ansonsten kommt hier halt auch nichts mehr. Ne? Einfach nur hier ne? Rocket League Edition, der kleine Abspann. Also ein sehr, sehr kurzer Trailer auf jeden Fall. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal an und ich gehe dann auf ein paar Punkte einfach mal ein.
Also hier sehen wir erstmal den Ford von vorne. Hier steht ganz groß natürlich Ford drauf, um das wirklich zu präsentieren. Schönes Design. Dann haben wir hier neue Reifen, die ins Spiel kommen werden. Und zwar eben so Kiwi-Wheels, die ich auf jeden Fall ganz lustig finde. Ich finde irgendwie so dieses Design, dieses Lustige erinnert mich so ein bisschen an Fortnite, ne? Epic Games hat ja Rocket League übernommen, deshalb sehen wir halt auch viel von Fortnite. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Banane, die wir in der Fortnite Season 8 oder so einmal hatten. Also wer Fortnite gespielt hat, weiß, denke ich, was ich meine. Auf jeden Fall werden wir diese Reifen erhalten. Die, muss ich sagen, finde ich ziemlich lustig. Finde ich sehr nice. Kann man auch in vielen Punkten, denke ich, gut kombinieren. Also die finde ich auf jeden Fall sehr cool. Dann erhalten wir eben einen neuen Boost. Und zwar diesen Boost hört ihr jetzt schon mal so vom Sound. Und seht ihr ja hier auch. Und hier sehen wir jetzt nochmal den kompletten Ford 150. Sieht sehr nice aus, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob unbedingt diese Kiwi-Reifen da unbedingt so zupassen. Ich glaube, ich würde die vielleicht ein bisschen anders kombinieren, aber an sich so wird das Auto Rocket League dann kommen. Ja, wie gesagt, 1 bis 10 Bewertung unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das Auto findet. Und schauen wir natürlich auch alle Kommentare an. Auf jeden Fall sehr nice Reifen, finde ich. Und im Großen und Ganzen hier, das Design sieht auch sehr cool aus. Wie gesagt, bin ich halt nur so ein bisschen zwiegespalten, wie sich das Auto dann im Endeffekt in Rocket League spielt. Wie ist die Hitbox und so? Und wie ist das Auto dann, um wirklich gutes Gameplay zu zeigen? Wir werden das Ganze aber dann testen am 20. Februar, wenn es denn soweit ist. Auf jeden Fall, hier geht es dann weiter. Der Ford 150 hat eine Raketenspur erhalten und ist bereit für das Spielfeld. Vom 20. bis zum 28. Februar ist das Ford F150 Rocket League Edition Bundle im Item Shop unter einem eigenen Tab verfügbar. Bedeutet also, wir haben ja oben im Item Shop immer so verschiedene Tabs. Da ist dann E-Sport, da war jetzt auch kostenloses Item und so. Und da wird eben quasi ein eigener Tab sein für den Ford. Und dort wird man dann eben das Bundle, sag ich mal, kaufen können. Und zwar neben der anpassbaren F150 Rocket League Edition enthält das Bundle noch eine ganze Ladung Items wie den Chairman-Aufkleber, die Ford 150 Rocket League Edition und SE-Räder. Ich denke mal, das werden dann diese, ja, Räder sein. Den Ford 150 Rocket League Edition Motorsound. Da bin ich sehr gespannt. Den hat man jetzt im Trailer, finde ich, jetzt nicht so ultra gut rausgehört, den Motorsound. Also ich habe ihn jetzt nicht so gut rausgehört. Vielleicht habt ihr den gut rausgehört, ich aber nicht. Und dann gibt es noch eben den Ford 150 Rocket League Edition Boost und das Ford 150 Spielerbanner. Also da kommt ja wirklich unfassbar viel. Wir fassen kurz zusammen, wir erhalten an sich den Ford, das Auto, dann erhalten wir eben einen Chairman-Aufkleber, also ich weiß nicht, ob der jetzt hier schon zu sehen ist, ich würde jetzt eher nicht sagen, dann gibt es eben diese Räder dazu, wir erhalten einen Motorsound und dann natürlich noch einen Boost und sogar noch einen Spielerbanner. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Unten in der Slideshow könnt ihr euch alle Items ansehen. Das Ford 150 Rocket League Edition Bundle kann für 1500 Credits erworben werden. An der Stelle würde ich natürlich sagen, wenn ihr euch das neue Ford Bundle kauft, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr mich einfach supportet mit meinem Creator-Code bei ReapersYT. Ehre geht natürlich immer raus. Kuss an jeden, der mich da an der Stelle supportet, ne, wisst Bescheid, ja, 1500 Credits geht, finde ich, klar, für das, was wir dafür erhalten. Wir erhalten wirklich ja ein Auto, also insgesamt 4-5 Items oder so, und im Groben 1500 Credits ist da wirklich nicht viel. Hinweis, die in diesem Bundle enthaltenen Items können ausschließlich für den Ford verwendet werden. Ui, das macht es schon wieder ein bisschen kritischer, und der Ford 150 Rocket Edition kann nicht mit anderen lizenzierten Produkten ausgerüstet werden. Okay, das heißt, ich erkläre das einmal ganz kurz hier. Wir können zum Beispiel diese Kiwi-Reifen wahrscheinlich eben nicht auf anderen Fahrzeugen verwenden. Was mich schon ein bisschen traurig macht und was dann natürlich den Preis auch legitim macht. Denn ich denke, wenn man das alles auch woanders verwenden könnte, dann wäre das Auto um einiges teurer. Dann würde das wahrscheinlich irgendwie 2500 Credits oder so kosten. Aber dann kommt halt eben noch dazu, dass man eben andere lizenzierte Produkte, also andere Markensachen aus Rocket League nicht verwenden kann auf dem Ford. Damit eben sich Marken nicht überschneiden, finde ich, ist okay. Kann man machen. Ich glaube, wir haben jetzt auch nicht so ultra viele Marken Items in Rocket League, aber das muss man dazu sagen. Ford trifft Freestyle in Rocket League Esports. Genau, jetzt kommen wir hier eben zu dem Esport-Thema, was ja hier oben auch schon angeteasert wurde, was ich ja eben am Anfang auch schon erwähnt hatte. Und zwar, Rocket League Esports bekommt bald einen neuen, Rocket League Esports bekommt bald einen eigenen Dunking-Wettbewerb. Okay, das bedeutet, denke ich mal, Dunking-Wettbewerb, dass wir entweder halt wirklich Körbe erhalten, was ist, ja auch zum Freestyle passen würde. So würde ich jetzt Dunking-Wettbewerb auffassen.
Ford ist der Hauptsponsor aller bevorstehenden RLCSX Winter Majors, einschließlich des an diesem Wochenende stattfindenden South American Regional Major, 13. 14. Februar, ist jetzt schon vorbei, das war jetzt das letzte Wochenende, da war ich nicht zu Hause, deswegen das Video kommt nach diesem American Regional Major Event online, aber das ist erst der Anfang. Macht euch bereit für das Ford Plus Rocket League Freestyle Event in Vici. Ach, scheiß auf das Wort. Ein brandneues Event, in dem 8 der besten Rocket League Freestyler ihre Fähigkeiten zeigen dürfen. Bedeutet also, die besten Rocket League Freestyler werden am Start sein. Das ist, muss ich sagen, schon interessant zum Anschauen. Um einen echten Ford F-150 2021 zu gewinnen. Also diese 8 besten Freestyler können einfach den Wagen in Real gewinnen. Das ist schon geisteskrank. Ich weiß nicht, was der Wagen kostet, aber der kostet bestimmt so seine 70 bis 100.000 Euro oder so. Also da kann man gut abräumen. Im Vorfeld der North American Major Grand Finals, die live auf Twitch zu sehen sind, also ihr könnt euch das Ganze wieder live auf Twitch anschauen, findet dieses zweitägige Event am 24. und 28. Februar statt. Jeder Teilnehmer muss seine besten Freestyle-Moves zeigen, um so die Jury zu beeindrucken. Haltet euch auf dem Laufenden, um mehr über die Teilnehmer, die Jury, die Moderatoren und alles andere, was ihr über das Event wissen müsst, zu erfahren. Bedeutet also, das Ganze wird auf Twitch ausgestrahlt, es gibt 8 Teilnehmer, 8 Freestyler, die einfach zeigen, was sie können, und es geht dann im Endeffekt eben um einen echten Ford 150, den man gewinnen kann und den man dann entweder verkaufen kann, selber nutzen kann, wie man will. Also der Beste gewinnt und eine Jury bewertet das Ganze. Ford gibt in Rocket League gehörig Gas und erwartet euch mit dem Ford 150 Rocket League Edition Bundle und gegen Ende des Monats mit dem Ford Plus Rocket League Freestyle Event. Ach komm, das Wort lassen wir einfach aus. seid bei den von Ford präsentierten RLCS X Winter Majors dabei und holt euch später im Spiel den Ford 150 Rocket League Edition. So, jetzt hier unten haben wir nochmal eben am Ende des Artikels alle verschiedenen Items nochmal ganz genau gezeigt. Und zwar sehen wir hier an sich den Ford. Ich bin mir jetzt nicht... Das ist dieses Decal, okay? Das ist dann halt einfach hier dieses komische, weiß ich nicht, Gras, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, was hier auf dem Auto ist. Sieht sehr komisch aus. Hier sehen wir übrigens das Auto auch nochmal von hinten, was man ja im Trailer nicht so sehen konnte. Hier stehen auch nochmal Psionics drauf. Und ja, sind auf jeden Fall fette Auspuffrohre. Dann haben wir hier eben diesen Boost, den wir erhalten zum Auto, der dabei sein wird für 1500 Credits. Dann haben wir hier diese Wheels. Ah, okay. Cool, also das sind tatsächlich die Räder dazu. Bedeutet also, die Räder werden wir wahrscheinlich doch einzeln erhalten. Finde ich cool, weil ich weiß nicht, kann auch sein, dass wir die... Haben wir die vielleicht schon im Spiel, die Räder? Ich bin mir unsicher. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich habe die Räder auf jeden Fall nicht in meinem Spind. Ja, aber an sich muss ich sagen, finde ich die Wheels auch ganz cool. Ich finde die von den Effekten schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ob die so zum Auto passen, aber werden wir dann sehen. Genau, was haben wir dann hier noch? Ah, okay, das war's dann auch schon. Also wir erhalten quasi einfach hier den Boost, diese Räder und dann hier nochmal dieses Decal. Und dann gibt's eben auch noch einen Spielerbanner, der hier leider nirgendwo gezeigt wird. Also da müssen wir uns dann wahrscheinlich gedulden. Naja, also jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was auf uns zukommt in den nächsten Tagen in Rocket League. Ich würde mich mega jetzt an der Stelle über einen Like freuen. 700 Likes wären mega und 1000 Likes wären wieder einfach geisteskrank. Also lasst doch wirklich mal gerne einen Like dafür da, dass ich dir hier jetzt die neuen Informationen präsentiert habe. Zum neuen Ford 150 wird dann, wie gesagt, ab dem 20. Februar erhältlich sein für 1500 Credits im Shop, ja, im Itemshop unter einem eigenen Reiter oben. Ich denke, der wird einfach Ford dann heißen, oben der Reiter. Tragt gerne meinen Creator-Code ein, um mich zu supporten. Würde mich mega freuen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und ansonsten, lasst ein kostenloses Abo da, wenn du neu am Start bist. Ich freue mich auf den Ford. Ich werde das Ganze natürlich auch dann testen und den Ford zeigen, ob sich der Kauf lohnt. Na, wird dann in einem Video gezeigt. Aber ich bin jetzt erstmal für heute raus. Euer Barry Pass, GBO. Ciao, ciao.